Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Haul hier bei Space Tricks. Ich war jetzt in Dänemark, genauer in Billund, noch genauer im Lego-Haus und habe mir natürlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, im dortigen Lego-Store einkaufen zu gehen. Noch ein paar Worte zum Store vorweg. Ich bin Stammkunde des Hamburger Lego-Stores und war jetzt seit langer Zeit mal wieder in einem anderen Store als in dem von Hamburg. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Denn der Hamburger Lego-Store ist sehr, sehr klein und man fühlt sich ein bisschen eingeengt. Und das war halt in Billund gar nicht der Fall. Gefühlt war der Store ungefähr von der Fläche doppelt so groß wie in Hamburg, hatte aber natürlich das gleiche Sortiment. Und das Ganze konnte viel, viel schöner präsentiert werden und man hat sich viel wohler gefühlt. Was ich auch sehr schön fand, ist, wie die ganzen Wände verziert waren. Nämlich über den Regalen waren verschiedene Lego-Skulpturen und Gemälde und man konnte eigentlich überall was Spannendes und Interessantes entdecken. Man konnte sich natürlich auch auf die Suche nach seltenen und exklusiven Sets machen. Das Ganze habe ich auch ein bisschen gemacht und ich war ja im März da und was ist im März erschienen? Welches Lego-Set? Wer schreibt es als erstes in die Kommentare? Der kriegt 100 Punkte, nämlich hier The Tree of Creativity als limitiertes Set. Dieses Set ist limitiert auf 10.000 Stück, gibt es nur im Lego-Haus, kostet so Pi mal Daumen 80 Euro und ich muss sagen, dass mir dieses Set gar nicht so gefällt. Ich habe es mir jetzt geholt, weil es halt ein limitiertes Set ist, um es einfach mal aufzubauen, aber so vom optischen, vom Karton her, wäre das nicht ein Set gewesen, was mich angesprochen hätte. Vielleicht ist es aber nach dem Aufbau anders. Ne? Schön ist aber die Verpackung. Ne? Hier die Rückseite, hier haben wir das Lego-Haus, hier steht so ein bisschen Geschichtliches und Allgemeines über den Baum, der halt hier steht. Ja, dann haben wir hier noch einmal auch ebenfalls die Seitenansicht des Baums. Und hier sieht man halt das Exemplar, das ich in Händen halte, nämlich ist das die Nummer 4449. Ja. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie viel Spaß mir dieses Set beim Aufbauen bringt. So ein richtiger Hammer, finde ich, ist das nicht. Auch ein bisschen schade für all diejenigen, die jetzt bei der Lego Inside Tour waren und die 400024 bekommen haben. Da blende ich jetzt gerne auch mal ein Bild ein. Weil im Endeffekt ist es fast das gleiche Set, nur dass das andere, ich meine, es waren 150 oder 200 Teile mehr hat. Und insgesamt waren beim anderen noch 5 Minifiguren mehr dabei. Das ist ein bisschen schade. Ein anderes Set, was Lego Haus exklusiv ist, und ich glaube, alle wissen jetzt, was ich raushole, was ich selber sehr schön finde, ist dieses Lego Architecture Set. Das ist wirklich ein Set, auf das ich mich freue, wenn ich es dann zusammenbaue. Ich werde das wahrscheinlich auch als Stop-Motion-Bild machen und das ist einfach, sag ich mal, eine schöne Erinnerung. Also Lego hat sich da schon gut Gedanken gemacht, wie sie den ganzen Besuchern das Geld aus der Tasche ziehen, in Anführungszeichen. Man gibt das ja auch alles gerne freiwillig aus. Kostenpunkt ist ungefähr 60 Euro und ja, das ist natürlich ein klasse Set. Schönes Architecture Set, ein bisschen ungewöhnlich, weil die Architecture Sets sind ja eher weniger bunt. Die sind ja alle eher, sag ich mal, in traurigen Farbtönen, also in Grau-Schwarztönen häufig angesiedelt. Und ich freue mich darauf, das Ding mal aufzubauen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch einmal schön reviewen, ne? So, dann machen wir weiter. Ich grabbel in meine schöne Tüte, denn das Tolle war, ich war am 9. März beim Affoy-Abend und ich bin ein Märzkind und hatte im März Geburtstag und beim Affoy-Event habe ich dann dieses kleine Törtchen als Geschenk bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum man nur 99 Jahre alt werden darf, wenn man mit Lego spielt. Dafür nochmal danke, dass ich es bekommen durfte. Zwei Sets, die man nicht kaufen konnte, sondern als Gratisbeigabe erhalten hat, sind diese zwei schönen Ostersets. Ich glaube, ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. Ja, habe ich ja schon reviewed, die Figur. Link zu diesem Video ist unten in der Videobeschreibung oder auch in der Infocard. Einmal gerne draufklicken. Ich habe mich nämlich sehr gefreut auf die Pick-a-Brick-Wand, weil die haben seit Eröffnung des Stores im Lego-Haus das Sortiment meines Wissens nach nicht geändert. Und ich hatte so die Gelegenheit, mir einen Becher voll mit transblauen runden Einern, in hellblau halt, zu kaufen. Hervorragend für Wasserflächen geeignet. Und in Deutschland komme ich nicht ran und über Bricklink
sind die mir in großen Massen, ehrlich gesagt, zu teuer. Ja, das ist Becher Nummer 1. Kommen wir zu Becher Nummer 2. Das ist so ein bisschen mein Mockbecher in Anführungszeichen. Hier habe ich mir erstmal noch Lichtschwertklingen gegönnt in Transhellblau. Sehr, sehr cool, dass es die halt da becherweise gibt. Dann hier eine 1x2 Platte in Sand Green. Auch sehr viel von mitgenommen. Dann hier, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie dieses Teil heißt. Cheesecake, keine Ahnung, oder ich habe den Namen echt nicht drauf. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, in Beige. Und was man wahrscheinlich nicht so gut sieht, sind hier Algen in Dunkelgrün, Dark Green. Ja, im Endeffekt, das sind die 4 Teilesorten, die in diesem Becher drin sind. Jeder, der beim Workshop teilgenommen hat, hat später so eine Tüte bekommen. Und dann haben alle Teilnehmer ein kleines Modell gebaut, nämlich hier in Anlehnung der Modular Buildings, die es ja von Lego Creator gibt. Ganz niedlich eigentlich. Sehr cool mit der Straßenlaterne hier. Dann natürlich ganz niedlich so ein kleiner Kinderwagen. Und hier die Schwester oder die Mama, die ihm schiebt. Und natürlich darf hier auch nicht ein kleines Hündchen fehlen. Ja, das war so der kleine Einkauf. Es folgen jetzt noch ein, zwei Detailbilder. Ich baue das einmal ganz niedlich auf. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Checkt die Videobeschreibung ab und checkt die Videos, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen.